Hallo. Oh, das sind ganz jung. Zu klein, viel zu klein. Für den Himmel kommt das denn? Oh, der Helm geht runter. Wo ist das für Gemüse? Das ist ein Film. Hä? Das ist was? Videokamera. Video, ja. Ja, dann kommen wir gar nicht gescheit, haben wir. Das stimmt allerdings, Toni, du hast recht. Ich komme gar nicht gescheit, haben wir das Ding. Memling feiert ohne Ende, auch nach der Jahrtausendwende. Närrinnen und Narren haben sich zu uns gesellt. Zusammen wurde das Rathaus umstellt. Nun, Bürgermeister, tritt heraus, lasst uns nicht länger warten. Empfang das Memlinger Prinzenpaar mit ihren Rittern und den Garten. Kein Beifall. Der geklatscht werden. Zur Zeit Bill Bubben, Präsident des MTV, sagt, was ist euer Begehr? Was ist euer Verlangen? Ich erweise euch die Ehre. Ich stelle noch vor, zur Linken ein treuer Vasall. Es ist unser Pfarrer, ihr kennt ihn alle. Zur Rechten aus dem Gemeinderat unser Finanzexperte Schmidt. Er überwacht sehr sorgsam die Gelder und Ausgaben unserer Gemeinde mit. Mit mir wird verhandelt, das ist doch wohl klar. Der Kommandeur hat heute Befehlsgewalt für das Memlinger Prinzenpaar. Also, Generalfeldmarschall, stellt eure Fragen. Was verlangt ihr von mir? So tun wir es jetzt sagen. Vorbei im neuen Jahrtausend sei Bürokratie und Krämerei. Regieren soll von nun an die Narretei. Im Namen der Solitäten rufe ich aus. Übergebt nun den Schlüssel von diesem Haus, den wir fordern dieses Jahr für unser Memlinger Prinzenpaar. Niemals werde ich das Rathaus freiwillig räumen. Zieht nun von dannen, davon könnt ihr nur träumen. Ich warne euch, Bürgermeister, seid lieber gescheit. Der Prinz und Prinzessin, deren Ritter und Garten und Truppen, die stehen bereit. Euer Prinzenpaar, eure Rittersleute, Garten und Truppen, ich kann sie nicht sehen. Hier tut nur ein Trupp voller Narren rumstehen. Von den Vasallen droht uns keine Gefahr. Und nun, zieht weiter, versucht im nächsten Jahr. Ihr seid Ignoranten, schaut, was passiert. Achtung, Truppen, vormarschiert. Ihr werdet zittern vor Angst erblassen. Ich werde sie auf sich meine vorrücken lassen. Zur letzten Warnung, Feuer frei. Ein Warnschuss für die Narretei. Dies Jahr hat's geklappt. Wenn da hoch geht, wenn ihr euch umdreht, hier kommen unsere Gartentruppe. Schnelle! Thank you.
Liebe Schwägerin, lieber Bruder, so stehen wir uns heute gegenüber als Bürgermeister, Prinzessin und Prinz, nicht einfach so als Kunz und Hinz. Das war so nicht einkalkuliert und mein Verteidigungsplan ist ruiniert. Das Wohl der Gemeinde ist unser beider Bestreben. Deshalb werde ich gegen meinen Bruder und Gefolge keine Waffe erheben. Ich kapituliere, keine Verteidigung. Heute läuft alles glatt. Der Rathaussturm, ihr Narren, findet nicht statt. Ich übergebe dir den Schlüssel der Macht. Regiere nun bis Fasnacht. Was ist da los, Edwin? Was willst du da? Halt, Edwin, was ist los? Du meine Güte, eine kampflose Übergabe kommt nicht in die Tüte. Wenn du es jetzt tust, hast du moralische Zweifel. Dann entferne dich von hier, dann schäle dich zum Teufel. Ich übernehme jetzt dieses Amt. Ein neuer Wind, der tut gut. Ich, Clemens, der Erste, mit Nachnamen Mut. Ich stehe nun hier vorne und warte auf die Hecken. Abwehrbereit sind meine Recken. Mein Trompeter bläst nun das Alarmsignal. Macht euch bemerkbar, mein Gemeindeverteidigungspotenzial. Ich antworte euch hiermit, was soll ich lang reden, mit Gegenwehr und unseren Raketen. Die Mama kommt. Komm, die ganzen Gardiner.
Gewappnet bin ich der Gefahr, dem Narrenvolk und Prinzenpaar. Der Safe und auch die Kasse ist leer. Wir gehen jetzt zur Gegenwehr. Eine Menschenmauer vor der Tür wir bilden, die Recken dienen mir als Hilden. Fanfaren ertönen, posaunet lang. Ein Kreppelwagen fährt an der Front und entlang. Zum Kreppelessen und Trinken lade ich nur ein. Der Sturm aufs Rathaus und vergessen sein. Danke.
wir regieren, wir blasen im Sturm und lassen marschieren. Nehmt Leiden auf, den Weg denn frei, für die Mömmlinge Lachetei. Blast nun den Angriffsmarsch ganz an, auf das unser Blindenverein einrichten kann. Ein Marsch! Hut kein Blut! Es grüßt euch das Mömmlinger Prinzenpaar.
als den Bürger zu trauen, sind wir das Symbol der großen Fasnachtsschau. Wir sind die Dame und mein Hochstab im Blau, die närrischen Ritter der Tafelrunde von Emsetau. Das Rathaus können wir heute erklimmen und den mutigen Rat leicht bezwingen. Die Verteidigung Mut, die war schlecht gewählt, weil beim Sturm aufs Rathaus nur die Liebe zählt. Auch der geistliche Beistand hat nichts gebracht, denn in Mümling regiert jetzt die Fasnacht. Für alle Menschen, ob groß, ob klein, soll diese Kampagne was Besonderes sein. Drum feiert, schummelt, singt und lacht ins neue Jahrtausend der Fasnacht. Macht mit bei der karnevalistischen Schau. Darauf ein dreifach tolles Mümling! Ja! Mümling! Ja! Mümling! Ja! So, und der Pfarrer sind die Grüße bei der Prinzessinwende. Als Prinzessin zur Seite von meinem Gemahl, ist Karneval. Nun wollen wir Humor, gute Laune und Kurzweil. Den Emsitz und Mümling wollen wir präsentieren. Auf Sitzungen, Bänden, am Zug marschieren. Du machst alle mit, sind Dschungel und Nacht. Ein Hoch auf die Münchner Fasnacht. Sei voller Humor, seh die Welt nicht zu grau. Und zieh die Prinzessin mit einem Mümling. Genau! Mümling! Genau! Mümling! Genau! Mit den herrlichen Worten unseres Prinzen Karls, Prinz Burger der Erste, seiner linken Seite, den Prinzen Friedrich Erste, an der Untertanen möchte ich mich bedanken. Yeah.
Überraschung. Ich muss noch zwei Leute offiziell zum Ritter schlagen. Wolfgang, du warst an der 11.11. Feierung. Ich bitte das nun zu tun. Die Knie. Schlagen wir so ab. Und Fuß kommt auch, Wolfgang. Schlagen wir so ab. Wolfgang Esser, ich schlage dich hiermit zum närrischen Ritter der Tafelrunde auf den Namen. Kippelot von Baldorak. Kippelot von Baldorak. So, wie war das? Die Leben sind sich am Weg. Eieieiei, so eine Mann. Marius Lee, ich schlage dich zum närrischen Ritter auf den Namen. Marius von Dunnekeil. Prima!